Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Eine Woche lang war Semesterferienpause. Heute sind Sie beide wieder da, bestens erholt und haben sich gleich den spannendsten Tag der Woche ausgesucht, nämlich jenen, wo die Regierungskonferenz, die Regierung heute nach einem Gipfel mit den Landeshauptleuten die große Freiheit angekündigt hat. Aber darüber werden wir gleich sprechen, wie groß diese Freiheit wirklich ist. Josef Czapp, hallo. Hallo. Peter Westenthaler. Starten wir gleich einmal mit dem, was die Regierung da heute verkündet hat, nach dem Gipfel mit den Landeshauptleuten. Am 19. Februar wird 2G einmal aufgehoben, aber das war eh bekannt, aber richtig spannend wird es am 5. März. Da kommt dann dieser Freiheitstag, Freedom Day, wie immer man es nennt. Da werden de facto alle Corona-Regeln aufgehoben. Da gibt es keine Gehbeschränkungen mehr, da gibt es keine Sperrstunde mehr, da gibt es großteils auch keine Masken mehr. Ist das richtig, dass das jetzt am 5. März kommt? Ist es Ihnen vielleicht zu wenig weitgehend? Wie sehen Sie das? Das ist Schildbürger, das Ganze. Das ist einfach nur mehr, also ich kann mich nur mehr wundern, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Weil vor wenigen Wochen wurde die Impfpflicht beschlossen, gegen die mindestens ein Drittel fast militant dagegen war. Aber gut, sie haben es beschlossen. Und ab dem Moment, wo es beschlossen wurde, hat man begonnen nachzudenken, wie man zugleich wieder lockert. Ja? Das heißt, die haben, da hat der Wilfried Haslauer in einer öffentlichen Stellungnahme unter anderem den Nonsens an die Spitze getrieben. Der hat nämlich gesagt, das geht gar nicht laut Verfassungsrecht und geht gar nicht aufgrund der Epidemiologen und Virologen, wenn man jetzt ein Gesetz macht für den Herbst, wo man noch nicht wissen, welche Mutationen es gibt und wir noch nicht wissen, ob es einen Impfstoff gibt gegen diese Mutationen. Und man kann nicht in die Grundrechte eingreifen, so quasi auf Vorrat. Ich tue es jetzt übersetzen, wie es im Wesentlichen gesagt hat. Meine Frage ist die, warum hat er das nicht vor der Gesetzeswert oder den Gesetzesbeschluss gesagt? Das haben nämlich wir alles gesagt vorher. Wir haben doch auch vorher gesagt, sie sollen mit dem ganzen Unsinn endlich aufhören. In anderen Ländern wird gerade begonnen, ganz schnell in die Normalität zu gehen. Ja, aufgrund auch, weil Omikron nicht vergleichbar ist mit dem Virus, der vorher war, weil eine andere Belegung in Intensivstationen ist und so weiter und so fort. Und was sie jetzt in Österreich machen, ich glaube, wir werden zu einer globalen Lochnummer werden. Ja. Das geht so in Sekunden schnell, ein Loch rund um einen Erdball, weil in Wahrheit damit wir eine Situation haben, wo wir auf der einen Seite sagen, ja, also klar, wir haben Impfpflicht und du musst dich impfen lassen, aber ab 15. März sagen dann manche Landeshauptleute, das ist übrigens auch, wenn die als Chor auftreten würden oder als Konzertgruppe, also sowas von daneben und durcheinander ist unvorstellbar. Der Schützenhelfer sagt, bei der Impfpflicht soll man bleiben. Andere sagen, man soll überhaupt Teile davon jetzt wieder mit den Lockerungen ändern. Also geht es drunter und drüber. Und in der Bevölkerung versteht das niemand mehr, warum die nicht imstande sind, da eine gewisse Einheitlichkeit zu entwickeln und vor allem aufzuhören. Ich würde vorschlagen, Schluss mit all diesen Maßnahmen und zwar so rasch wie möglich. Mein Gott, die große Freiheit. Ich glaube, das ist in Hamburg, irgendein Stadtteil oder bei der Reeperbahn, wenn ich mich so richtig erinnere. Der Kiez. Ja. Ich meine, diese Formulierung ist etwas besonders Feines. Ja. Da hat sogar einen Film mit Hans Albers gegeben, den die Nazis verboten haben sogar. Ja. Also, die große Freiheit kommt am 5. März. Ja. Warum es gerade der 5. März ist, ich weiß es nicht. Die haben immer so, ich glaube, die sitzen irgendwo am Schreibtisch. Vielleicht am 2. der Urschuss beginnt. Ja, am 2. der Urschuss beginnt, weil sie eine Ablenkung brauchen und weil sie sozusagen halt versuchen wollen, immer wieder mit Themen ihre eigene Vergangenheit, die mit Korruptionsvorwürfen sie bei der ÖVP zugedeckt ist, das wiederum damit zuzudecken. Also ich halte das für eine ganz, ganz schreckliche Vorgangsweise und das ist Schildbürger und die Bürger versuchen sie dann der Nase in der Gegend herumzuführen und die werden sie das merken und werden sie das nicht gefallen. Aber inhaltlich befürworten sie es? Aufmachen, aus, Ende, Schluss mit dem ganzen Unsinn, so rasch wie möglich. Wenn mir einer sagt, aus rechtlichen Gründen oder aus organisatorischen Gründen geht's, diese braucht man nur ein paar Tage, ja, ich glaube es nicht, aber wenn, Hauptsache es kommt. Ja. Nur wir haben schon vorgeschlagen,
darf ich mal ausnahmsweise gleich sagen, wir zwar, gern, dass man das schon viel früher macht und gewisse Dinge auch gar nicht erst einführt. Ja. Also es ist schrecklich. Und der Impfpflichtgesetz hätte nie beschlossen werden dürfen. Ja. Weil es hat keiner nachgedacht. Ja. Es hat keiner sich die Frage gestellt, ob das überhaupt organisierbar ist. Die Elga, die das machen jetzt, diese E-Card-Organisation, hat nur gesagt, mit uns hat niemand gesprochen. Wie soll man das alles machen? Ja. Und dann, das geht ja, aber das Schlimmste an dem Ganzen ist, eine Art Vorratsgesetzesregelung, die man dann bei Bedarf eventuell im Herbst dann anwendet. Und das finde ich, das ist sehr, sehr bedenklich. Und da setze ich auf den Verfassungsgerichtshof, dass sich der auch noch einbringt. Herr Westenthaler, ist heute ein Tag des Jubels, weil endlich sozusagen die Tore wieder aufgehen, weil endlich die Maßnahmen beendet werden? Oder ist es normal, dass das jetzt, oder normal sagen wir so, ist es eigentlich viel zu spät, weil das normal wäre? Ich finde es traurig. Ich finde es wirklich traurig, extrem traurig, dass wir in einer westlichen Demokratie, angeblich in einer westlichen Demokratie leben, und da wird abgefeiert, dass wir unsere Menschenrechte wieder zurückbekommen. Das wird gefeiert als Freiheitstag, etwas ganz Normales eigentlich. Das ist ja diese Kommunikation, diese Verkehre, die jetzt da die Regierung versucht. Ja? Freiheitsday, Freedom Day, was heißt denn das überhaupt in einer Demokratie? Braucht man sowas in einer Demokratie? Und wenn du so etwas brauchst, ist das nicht eigentlich zum Genieren, dass wir so weit gekommen sind in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, wo Menschenrechte gelten, dass ich sowas abfeiern muss, wenn ich die wieder zurückbekomme? Und ist nicht das Wort Freedom Day, das da jetzt durch die Medien geistert und von ein paar Regierungsberatern wieder erfunden worden ist, eigentlich skandalös einerseits, weil es eine historische Belastung hat? Weil das Wort Freedom Day gibt schon. Nämlich 27.04.1994, das Ende der rassistischen Apartheidspolitik in Südafrika. Erstmals Freiwahlen an dem Tag. Das war der Freedom Day in der Geschichte. Kann jeder nachschauen. Aber vielleicht hängt es ein bisschen damit zusammen, mit dem, was in den letzten 2 Jahren war. Dass wir eine Regierung gehabt haben, die den Menschen die Luft zum Atmen weggenommen hat. Nicht der Virus war es, die Regierung war es. Mit ihren Maßnahmen. Und jetzt wird das da inszeniert. Das ist kein Freiheitstag und kein Freedom Day. Das ist eine Kapitulation, die die Regierung heute bekannt gegeben hat. Sie hat kapituliert, weil sie draufgekommen ist, dass sie mit ihren Maßnahmen in eine Sackgasse gefahren ist. Weil sie dann immer mehr rauskommt, hat sie gesagt, so, Kapitulation. Wie im Übrigen bei vielen anderen Beispielen, erinnern wir uns an den segensreichen Corona-App, der uns verkauft worden ist vor 1,5 Jahren als Heilmittel gegen die Pandemie, den gibt es, sanften Schlummer, den gibt es nicht mehr. Erinnern wir uns an das tägliche Zahlenchaos bei den Infektionen in den Krankenhäusern, alles falsch. Erinnern wir uns an das Testchaos, das in den meisten Bundesländern nicht funktioniert. Erinnern wir uns jetzt an die Lotterie, die kommt und wieder abgesagt worden ist, wo man die Sozialdemokraten wie einen kleinen Burm um einen Tisch gezogen hat und in Wahrheit betrogen hat, die Zustimmung der Sozialdemokraten, was ist denn das für eine Führung der Sozialdemokratie, die ihre Zustimmung abhängig gemacht hat zur Impfpflicht von einer Impflotterie, die es jetzt nicht gibt, die abgesagt worden ist, aber die Impfpflicht kommt. Und wie kann man von Freiheit eigentlich noch sprechen, wenn heute Kanzler und Gesundheitsminister unterstrichen haben, dass das Impfpflichtgesetz aufrecht bleibt? Solange es einen Impfzwang gibt, solange es hier einen Wettbewerb gibt, wie man die Menschen transaliert, kann, mit einer Impfung, die 1,5 Millionen Menschen nicht wollen und übrigens viele, die doppelt geimpft sind, auch nicht mehr wollen, solange gibt es keine Freiheit. Solange hat es mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Um es an den Punkt zu bringen, die Regierung hat kapituliert. Warum? Weil sie die Umfragen abstürzen und weil Wahlen kommen und weil die Landeshauptmänner das Heft in die Hand genommen haben und der Regierung ausgerichtet haben, Freunde, so geht es nicht. Wir haben Wahlen, vor allem in Niederösterreich, da geht es auch so runter, Hanni Mikl-Leitner. Kapituliert, Wahlverluste. Wir haben einen wirklich glamourösen Sieger des heutigen Tages und der heißt Herbert Kickl. Eigentlich sollte man das nicht Freedom Day, sondern Kickl da nennen, weil der ist heute bestätigt worden. Das ist der Einzige, der sich in diesem Land gegen diese Maßnahmen gestemmt hat. Während alle anderen Parteien sich verbackelt haben, um die Menschen zu transalieren, ihnen die Menschenrechte wegzunehmen, um sie einzusperren, um immer neue Maßnahmen zu erfinden, war der Kickl der Einzige, der mit zigtausend Menschen auf der Straße die Regierung unter Druck gesetzt hat. Und was ist heute passiert? Er hat Recht behalten. Weil plötzlich ist das alles ganz normal, dass wir nichts mehr brauchen. Bei einer Infektionszahl von 38.000 braucht man keine Maßnahmen mehr. Plötzlich sagt man, interessant, wenn man positiv getestet ist, ist man nicht mehr krank. Haben Sie heute einen Satz, den der Herbert Kickl vor einem halben Jahr schon gesagt hat, dafür hat man ihn gegrillt.
Und heute ist er eigentlich der, der mit Hartnäckigkeit, mit sehr viel Mut, der ist auch sehr viel kritisiert, verlacht und diffamiert worden. Und heute ist er der Einzige, der Recht bekommen hat. Das muss man objektiverweise sagen. Weil alle anderen, Sozialdemokraten, Neos, eine liberale Partei, die können überhaupt abdanken. Eine liberale Partei, die sich für eine Impfpflicht ausspricht. Skandalös. Sozialdemokraten, die vom Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung haben, die sich über den Tisch ziehen haben lassen bei diesen Verhandlungen, die plötzlich die vordersten Kämpfer für die Impfpflicht sind, Sozialdemokraten, mit der Frau Randy Wagner an der Spitze. Unfassbar. Und jetzt kommt, um es am Punkt zu bringen, jetzt kommt der Luxus-Karli. Jetzt ist er der Luxus-Karli. Jetzt ist er nicht mehr der Spritzen-Karli, jetzt ist er der Luxus-Karli, der Bundeskanzler. Weil wir ja erfahren haben, dass der Skiurlaub macht in einem Luxusressort, wo er für eine Nacht genauso viel ausgibt, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Österreich im Monat verdient. Der Luxus-Karli. Der richtet uns von dort jetzt aus und jetzt müsst ihr für die Tests künftig zahlen. Jetzt müsst ihr zahlen, 30 bis 50 Euro für einen PCR-Test, das sich keiner leisten kann. Also das ist ja alles noch immer furchtbar, was sich da abspielt. Diese Regierung hat in Wirklichkeit fertig. Das Beste ist, und der einzige Freiheitstag, Freedom Day, der in diesem Land kommen kann, ist die Neuwahl, der Tag der Neuwahl, wo man diese ganze Truppe, diese schwarz-türkis-grüne Truppe in den Orkus der Geschichte wählen kann, in die Wüste schicken kann. Das wird der wirkliche Freiheitstag für Österreich. Und ich bin mir ganz sicher, dass am 5. März, wo die Regierung diese Peinlichkeit, dass man das feiert, dass die Menschen wieder normal leben können. Wenn sie viele an Knicks machen, da, in ihren Zettel, so wie ich jetzt, an Knicks, und dann aufschreiben, nächste Wahl. Und bei der nächsten Wahl werden sie lesen, aha, so ist die Regierung mit uns zwei umgegangen und dann werden die abgewählt. Ich sage, die werden abgewählt. Es wird eine Abwahlerfolge schon bei den Landtagswahlen. Werden die einer nach dem anderen abgewählt werden, wie noch nie zuvor. Und das ist gut. Und das sind dann die wirklichen Freiheitstage für Österreich. Bist du jetzt schon so weit, dass du einen Erinnerungskurs machen musst? Ich mache mir auch schon einen Erinnerungskurs. Ja, genau. Also bei mir geht es nur ohne Knicks. Ja. Aber schau, ich meine, klar, ich hätte die Impfpflicht als Klubobmann oder als sozialdemokratischer Abgeordneter oder als Partei niemals zugestimmt, nämlich diesem Gesetz, dieser Gesetzesvorlage, die da am Tisch gelegt haben. Das war Pfusch, einfach strategisch Pfusch. Schwerer Fehler. Strategisch sowieso ein Fehler und das war auch ein Pfusch und das hätte ich nicht gemacht. So. Aber das haben wir eh schon x-mal da festgestellt, dass das nicht gescheit ist. Die Lotterie hat im Burgenland funktioniert, muss man auch sagen, ja, weil das sind halt in vielen Dörfern und kleineren Städten. Da ist natürlich, wenn ich einen VW Golf gewinne, das hat was. Ja. Da komme ich von einem Dorf zum anderen, möglichst rasch, das ist irgendwie ein erster Preis, der ist äußerst attraktiv. Aber natürlich, ich frage mich, was ist das für eine Gesprächsbasis? Da sitzt dort der Kanzler, der Vizekanzler, machen sie mit der Opposition aus, wir machen eine Impflotterie und dann irgendwo zwischendurch auf Urlaub sagt er, na, ich glaube, ich mache da keine Impflotterie. Der hat ja die Handschlagqualität von einem Hydranten. Ja? Das ist doch unmöglich. Also das kommt das ja mal sowieso. Das ist, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja? Und ich würde auch anregen, mit dem braucht man sich gar nicht mehr hinsetzen. Wer gibt dir die Garantie das nächste Mal, wenn du mit Nehammer und Kogler und Co. was ausmachst, um es gemeinsam im Parlament zu beschließen? Wie lange hält das? Bis kurz vor dem Beschluss oder gar nicht oder übermorgen? Also das ist einmal ein Punkt, den ich also da in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz fürchterlich finde. Ja, die Testdebatte, die wir jetzt haben, hat einen interessanten Artikel in der Wochenzeitung, die Zeit gegeben, wer verdient am Testen. Also es ist schon auch, wir haben schon mal da festgestellt, wir hätten so einen Masken herstellen. Ja. Das ist ein Mordsgeschäft. Ja. Und es ist das Testen ein Mordsgeschäft. Ja. Also das muss man schon auch ein wenig im Hinterkopf haben und sich die Frage stellen, wie läuft das? Aber gut, es hat sich herausgestellt, zu gewissen Phasen dieser Pandemie, dass das Testen durchaus einen Sinn macht. Aber jetzt noch selber zahlen lassen, die Tests, da bin ich also sowas von nicht dafür. So, wenn Sie werden dafür das Weitergrad. Ja, ja, natürlich. Also das Weitergrad. So das notwendig ist. Das ist ja, ja, nicht solange ein Zwang besteht, ja, eh, dann muss gratis sein, ja, wenn du dich nicht mehr testen lassen musst. Ja, es gibt ja schon Ärzte, die sagen, super mit der Maske, da gibt es weniger Grippe, weniger Husten, weniger Schnupfen, die Apotheker jammern, weil ihre Lager mit Aspirin C und mit all dem ist bumm voll, sie verkaufen die Taschentücher nicht mehr. Aber nach der Logik, ja, müsste man mich am Arzt orientieren,
bis zum Holzpyjama immer nur mit einer Maske rumrennen. Nach der Logik der Apotheker, weg mit der Maske sofort, damit die endlich ihre Grippe, Aspirin, Zehen und Taschentücher locker verkaufen können. Also ungefähr läuft diese Debatte auf diesem unglaublichen Niveau. Und da muss ich ehrlich sagen, dass das ist. Schau, deiner Bussi-Stellungnahme gegen den Kickl kann ich natürlich nicht. Bist du der Einzige, der dagegen gehalten hat? Nein. Vor dem Kickl. Ich kenne zwei Leute, die vor dem Kickl waren. Also, du und ich. Ja, gut, du und das ist doch da kannst du nämlich jetzt gar nichts mehr sagen. Ja? Du und ich. Ich rede aber jetzt von aktiven Politikern. So, nein, wenn wir schon. Nein, wir sind doch irrsinnig aktiv. Schauen Sie an, erst. Ich meine, wir sind Jugendliche und aktiv. Wir sind immer die Ersten. Nein, ja. Und daher finde ich, wenn schon, dann Peter und Josef Day. Für das hätte er Schwäche. Ja, über das können wir reden. Ja. Aber bitte das mit dem Kickl also ein bisschen draußen. Das ist irgendwie etwas, da muss ich sagen, das tut mir leid, da kann ich nicht mittun. So, das ist einmal im Wesentlichen etwas, wo ich sagen muss, der heutige Tag ist kein großer Tag, er ist ein schwacher Tag, er ist sozusagen ein weiterer Meilenstein in dem Abstieg und in dem Durcheinander und in der Art von Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsverlust dieser Regierung. Und das wird weitergehen. Und dein Optimismus in Ehren, auch wenn du da noch so viel Knicks da in dein Dings reinmachst, die bicken dort. Warum? Ich kann dir das auch sagen. Die Grünen, sagen sie, so einen schwachen, großen Koalitionspartner, also das hätten wir uns in den ärgsten grünen Träumern nicht gewagt vorzustellen. Weil warum? Der harte Gehwessler, wo sogar schon Magazine schreiben, die verändert unser Leben. Dabei hat es mir die Nockenhaare aufgestellt. Ich würde nicht haben, dass die Gehwessler mein Leben verändert. Es gibt notwendige Maßnahmen im Kampf gegen diese Art des Klimawandels. Das ist richtig. Das muss aber nicht immer der Gehwessler sozusagen in die Wege leiten, der Rückbau der Autobahnen, Rückbau der Straßen und was weiß ich was für Einschränkungen. Ja? Also ich meine, das gibt es ja alles nicht. Also das ist das ist auf der grünen Seite. Und die Türkis-Schwarzen, die sagen sie, ja, momentan ist das ziemlich deppert, weil im Untersuchungsausschuss, jetzt gibt es noch 17.000 Chats, habe ich heute wieder gesehen, in irgendeinem Aktling, die dringen, Claude Müller, das ist der Typ, der glaubt, der kann, wenn er das Handy in Tulln ins Wasser haut, dann ist alles gelöscht und hat vergessen, dass das ja wasserdichte Handys sind, die neuen und die modernen. Also aus den Claude Müller, die Geschichten, die Thomas Schmidt sagen, also die ÖVP und die Türkisen sind in der Bredouille. Eigentlich müssten sie in den Umfang schon unter 20% liegen. Eigentlich. Ja. Also diese Geduld, diesen Langmut, den immer noch einige ÖVP-Sympathisanten haben, das ist fast schon bewunderungswürdig. Ja, aber, Josef, ja. Es bröckelt ja nicht nur der Wähler, es bröckeln ja die Funktionäre ab. Es treten ja jeden Tag irgendwelche Funktionäre aus. Es geht jetzt wieder mal irgendwo eine Gemeinderätin, alle natürlich an der Basis, aber dort fängt es an zu bröckeln. Wenn es einmal rutscht, das ist wie eine Lawine, dann rutscht es ordentlich. Und in der ÖVP rutscht es im Moment ordentlich. Und was ich heute abgespielt habe, war schon interessant. Diese Landeshauptlinge, wir werden ja regiert von den Landeshauptmännern. Es regiert ja nicht die Regierung, sondern es regiert die Landeshauptmänner, die lustigerweise im November alle dafür waren, dass eine Impfpflicht kommt. Also eine schwache Regierung. Richtig, alle dafür waren und jetzt erfahren wir, sind sie alle dagegen. Und heute hört man davon nichts mehr. Kann sein, dass die Grünen nicht mitgegangen sind und sich für die Impfpflicht, vor allem der Gesundheitsminister, besonders eingesetzt haben. Und dass wir das plötzlich vom Tisch haben und deswegen hat das mit Freiheit nichts zu tun. Ich bleibe dabei. Dieses Impfpflichtdesaster, das da auf die Bevölkerung zugelassen wird von der Regierung, das setzt sich mit dem heutigen Tage fort, da hat sich nichts geändert. Und du musst einmal die Chuzpe haben, diese Regierung, die sagt, wir lassen das eine Kommission entscheiden, die es nicht einmal noch gibt. Die sagen, eine Kommission entscheidet das und die Expertenkommission existiert noch gar nicht. Das heißt, du siehst ja, wie die herumtorkeln, die Besoffene torkeln, die in den politischen Zirkeln herum und haben überhaupt keine Ahnung. Die merken, die ÖVP ist die Titanic, die Schwarze. Nicht mehr Türkis, wieder schwarz angestrichen. Und die fährt jetzt mit voller Wucht auf dem Impfpflicht-Eisberg zu. Da ist nicht mehr viel Platz. Das haben übrigens jetzt die Landeshauptleute, vor allem eine, die Mikl Leitner, erkannt, weil die hat die nächsten Wahlen, dass die Leute das nicht wollen. Und zwar nicht nur die Nicht-Geimpften, sondern auch die Geimpften, die aber keine weitere Impfung wollen. Denn das ist ja das nächste Fortsetzungsdrama, dass man den Menschen einredet, jetzt hast du drei Impfungen gehabt, jetzt brauchst du die vierte, du wirst bald die vierte brauchen, dann die fünfte, sechste, siebte. Also dieses Impfabo, das du da lösen musst, obwohl es nichts bringt, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und das funktioniert nicht. Im Übrigen wollte ich dir fragen heute, wenn am 5. März alles aufkommen wird, du bist dreifach geimpft, ich gar nicht. Was unterscheidet uns dann eigentlich noch? Am 5. März gar nichts, außer dass du dreifach geimpft bin ich gar nicht. Also man sieht ja, wie sinnlos diese Impferei ist, dass die nichts bringt, dass die Infektionszahlen ansteigen, dass die gegen Omikron nicht hilft, ist ja alles mittlerweile
bewiesen, brauche ich gar nicht mehr am Tisch legen, weil es ist ja eh bewiesen, dass diese Impfung in Wahrheit für die Fische ist und dass sie die meisten Leute auch nicht mehr impfen lassen und dass in vielen anderen Ländern die Impfung bereits auch ausgesetzt wird, weil sie sinnlos ist mittlerweile, weil du trotzdem infiziert werden kannst und weil du trotzdem auch einen Krankheitsverlauf haben kannst, einen leichten. Und es ist, Omikron hat natürlich etwas verändert, weil das nicht mehr dieses Ding ist, wo wir uns alle fürchten müssen, weil es nicht einmal eine gescheite Grippe ist, ein bisschen ein Schnupfen und Halsweh in Wahrheit. Alle haben es im Moment oder viele haben es, aber keiner braucht sich davor fürchten, geht vorbei. Und deswegen glaube ich, diese Impfpflicht, solange sie am Tisch liegt, gibt es keine Freiheit in dem Land. Als einziges Land von Europa will Österreich nach wie vor eine Impfpflicht durchsetzen. Das ist eigentlich ein Unfass. Muss man nicht eh mittlerweile davon ausgehen, dass die ausgesetzt wird, die Impfpflicht? Also jo. Vielleicht haben sie es heute noch nicht angesagt, ja, ja. Weil sie sich irgendwie über die nächsten Grenze aufheben. Sie brauchen noch ein Goodie. Später, ja. Werden sie es aussehen? Nein, sie wird deshalb nicht kommen, jetzt bin ich beim zweiten Thema, dass sie heute daran festhalten, heute für einen Skandal, weil die Leute schon wieder für deppert verkauft werden. Aber sie wird nicht kommen, weil sie erstens vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden wird, weil sie verfassungswidrig ist in vielen Punkten, das wissen wir mittlerweile, und weil sie zweitens nicht umsetzbar ist. Das haben wir übrigens auch schon seit Wochen und Monaten da gesagt, dass sie nicht umsetzbar ist, dass du die Menschen, so wie das jetzt aufgesetzt ist, einfach mit dieser Impfpflicht nicht behelligen kannst und vor allem nicht strafen kannst. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt gibt es dieses Tohuwabohu mit den Impfbefreiungen. Keiner weiß, wie geht das? Wer wird befreit? Wer wird nicht befreit? Wer darf befreien? Was ist mit den Menschen, die gar nicht zu einer Befreiung gehen können, sondern bettlägerig zu Hause liegen? Kommt dann der Mann mit der Spritze zu dir und impft dich? Also das ist ja alles unpackbar. Wie dilettantisch man eigentlich sein kann. Wir werden regiert von einer Regierung der Dilettanten. Das sind wirklich Dilettanten, die zuerst etwas beschließen und nachher schauen, ob es überhaupt geht. Bei der Impfpflicht genauso wie der Impflotterie. Und dann finden sie noch willfährige Büttel, NEOS und SPÖ, die da noch mitmachen bei dem Wahnsinn. Und deswegen bin ich der Meinung, dass der Kickl da richtig liegt. Und der Einzige ist, der noch weiß, der Empathie hat und weiß, wo die Meinung der Bevölkerung ist. Und die Bevölkerungsmeinung, wenn du dir jetzt anschaust, 70% mittlerweile sagen, das Corona-Management dieser Regierung ist für die Wurst. Nämlich nichts wert. 70 hat es noch nie gegeben. 70%. Also das muss man ja, und dann ansonsten lassen wir das auch noch sagen, weil er heute schon wieder auftreten ist. Diese Gecko-Kommission, diese unsägliche, ja, mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Mini-General, der da auftritt im Kampfanzug, den hat einmal gesagt, lieber Freund Striedinger oder wie der heißt, ich merke mir den Namen nicht, ich möchte mir auch gar nicht merken, weil einer, der in einer Demokratie wie in Österreich auftritt mit dem Kampfanzug, wir sind in keinem Bürgerkrieg und wir werden nicht von einer Militärjunta regiert. Und dass das Ganze passiert in einer Regierung mit den Grünen, die immer so auf Frieden und Pazifismus tun und sagen, wir sind so die Friedfertigen, das halte ich für einen Skandal. Dem Mann gehört die Uniform auszogen und um den Kopf gebunden. Weil das ist ein Witz, was der da aufführt. Das wollen die Menschen nicht. Der hat nicht aufzutreten in einer Kampfuniform. Das Bundesheer hat Ausgehuniformen und außerdem ist er Zivilist, wenn er da auftritt bei der Gecko und nicht ein Vertreter des Bundesheers. Der hat nicht in einem Kampfanzug aufzutreten. Ich halte das wirklich und ich bin der Meinung, das ist nicht nur genannt, sondern das ist der Kasperl in der Uniform, der da auftritt. Den braucht man nicht. Und der soll abtreten überhaupt. Die ganze Gecko ist sowas von unnötig. Jetzt geht ja schon in die Medien, der Mann mit dem Tarnanzug und gibt selber Entscheidungen bekannt und sagt, die Impfpflicht wird bleiben. Sagt er. Dabei ist er für das gar nicht da. Der ist ja dazu da, um Expertise einzubringen für die Politik, dass die Politik dann Entscheidungen trifft. Der wird jetzt selbstständig. Der geht jetzt in die Gazetten, der geht ins Fernsehen, der geht in die Medien und verkündet dort, der macht Politik. Wir haben jemanden, der Politik macht im Kampfanzug. Und das in Europa des Jahres 2022, wo wir gerade versuchen, an der ukrainischen Grenze einen Krieg zu verhindern. Das ist sowas von absurd, sowas von dumm, dass das eine österreichische Regierung zulässt, dass sich der da hinstellt, der Kasperl im Tarnanzug. Das halte ich für skandalös und der Mann gehört weg von der ersten Reihe, das sage ich auch. Ganz kurz noch zur Impfpflicht. Die bleibt jetzt vorerst einmal, zumindest hat man nichts Gegenteiliges gesagt heute. Andererseits gehen ja wirklich alle davon aus, dass die früher oder später eingemottet wird, wie immer man das dann nennt, aussetzen, abschaffen, verschieben, was auch immer. Wann wird das Ihrer Meinung nach verkündet? Es ist totes Recht. Ja. Ich meine, es gibt also so Gesetze, die beschließt man und im gleichen Atemzug, wenn man es beschließt, weiß man, es wird nie kommen. Das ist ja das, was mich so unendlich verärgert, weil das ja auch eine Abwertung des parlamentarischen Selbstwertgefühls ist. Ja. Dass man hingeht und sagt, jetzt machen wir was. Aber ich meine, ich bin nicht hochmütig und ich will auch nicht die Meinung vertreten, ich hätte alles besser machen. Aber wenn zu mir einer kommt, ja,
Aachensee und sagen, was ist, machen wir die Impfpflicht? Das ist meine erste Frage. Wie? Wie? Ja? Die zweite Frage ist, was wird da alles eingeschränkt? Die dritte Frage ist, wie viele Leute betrifft es? Die vierte Frage ist, wer hat über das schon nachgedacht? Die fünfte Frage ist, wie soll das passieren? Die sechste Frage ist, was sagt der Innenminister und die Polizei? Die achte Frage ist, brauchen wir das? Was ist die, was dann der mit, wie du immer sagst, der mit dem Nest da oben, der soll jetzt einmal sagen, was ist sozusagen die nächste Mutation? Und das ist, und wenn man diese Fragen alle nicht stellt, ja, sondern nur dort siehst du so, Moment, jetzt haben wir einen Lockdown, dann brauchen wir, damit die anderen sich nicht ärgern, die Impfpflicht. Und dann fahren die zwei, der Schallenberg und der Mückstein, wieder heim mit der Impfpflicht und mit dem Lockdown. Und die Landeshauptleute machen mit. Ich finde, das ist so unfassbar. Ja. Vor allem, was mich am meisten ärgert, ist, etwas zu beschließen, wo man weiß, es ist nicht umsetzbar. Das sage ich doch schon seit Wochen. Ja. Recht haben wir gekriegt. Recht haben wir gekriegt. Es ist nicht umsetzbar. Das sagen soweit sein. Sie müssen sich hinstellen hinter Ihren Glaskasten und müssen sagen, jawohl, ich beichte jetzt, ich habe gesündigt, ich habe ein Projekt in Gang gesetzt, wo ich zwar gewusst habe, es wird nichts, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich bin so trotzig und mache es trotzdem. Ja. Mehr fällt mir schon gar nicht ein als Textvorlage für denen, die das alles zu verantworten haben. Aber mein Liebling, auch mein Liebling ist der im Kampfanzug. Der glaubt sich, der Virus viert sich von ihm, wenn er im Kampfanzug dort steht. Der läuft maximal. Na, wozu muss der? Ja, mir ist das wurscht, der kann auch von mir aus kommen mit der Sporthose. Ja, der kann auch kommen im breiten Karnevalsanzug. Ja, was auch immer. Ja. Aber warum, wenn, was ist die Botschaft, dass der sagt, ich bin jetzt im Kampfanzug vom Militär? Eine militärische Organisation? Na, eben nicht. Es ist eben keine militärische Organisation. Es ist nicht einmal eine politische Organisation. Es ist vor allem keine funktionierende Organisation, was dieses Impfpflichtmanagement betrifft. Ja. Und der stellt sich da und sagt, wir befinden uns jetzt auf einer Plattform. Immer das genau angeguckt. Ja. Was meint er? Tramway-Plattform? Welche Plattform meint er eigentlich? Ja. Also der ist so richtig daneben. Und ich glaube, der soll das Programm mal auflockern von den drei. Während die anderen zwei ein bisschen zu ernsthaft sind, brauchen die Kabarettistisches. Jemanden. Ja, der ist da irgendwie, sagen wir, zur Auflockerung von dem Auftritt von den drei dort. Aber noch besser ist er, doch besser ist, wenn der Bundeskanzler und andere Verantwortliche in dem Land sagen, naja, man kann schon von der Impfpflicht abrücken, aber das muss die GEKO entscheiden, ja, die es zu dem Zeitpunkt nicht gibt. Die gibt es nicht. Jetzt müssen Sie... Andere Kommission. Wenn die nämlich jetzt haben wollen, dass die Impfpflicht nicht kommt, sie aber nicht verantwortlich sein wollen, dass sie sagen, die Impfpflicht kommt nicht und wir haben ein Plätzchen beschlossen, dann wird die Entscheidung fallen in der Personenauswahl für die GEKO. An der Personenauswahl für die GEKO wird man ablesen können, ob die weiter die Hardliner sinnlos Impfpflichtstrategie verfolgen oder ob die bereits Leute hineinsetzen, die sagen, okay, Herr Hurzwerdehammer, ich bin ein Haberer und was weiß ich, ich habe da noch fünf Haberer und wir wollen alles weg von der Impfpflicht. Ja, wir decken ein bisschen zu, was im Untersuchungsausschuss kommt, weil da gefallen sich die Leute und so weiter. Das werden wir dann sehen. Das müssen wir sich genau anschauen, wer da reinkommt. Ja, also wenn da zum Beispiel nominiert würde als Gastmitglied der Lauterbach aus Deutschland, dann heißt es, die Impfpflicht geht bis ins nächste Jahrhundert. Ja, das ist wieder was anderes. Aber da finde ich, und einen letzten Punkt, also ich habe mich deswegen damals impfen lassen, das haben wir ja eh schon x-mal diskutiert, bei der Delta-Variante war ich mir nicht sicher. Ja, die Omikron-Variante fürs Impfen, also da gehöre ich auch zu den Skeptiker, weil nämlich entscheidend ist nicht jetzt das als Mittel für den Omikron-Virus, sondern Sie sagen ja schon längst, für die nächste Mutation, die dann nicht abschätzbar ist, wie gefährlich sie ist. Vielleicht ist sie wieder so gefährlich wie Delta. Das ist absurd. Das, ne? Na klar, Sie wissen ja gar nicht, welche Mutation. Sie wissen gar nicht, ob man dafür den Impfstoff hat. Sie wissen gar nichts. Aber Sie wissen, Sie haben jetzt ein Plätzgesetz beschlossen. Ja. Und das muss man irgendwie am Leben erhalten. Das, und das, finde ich, ist wirklich verwerflich. Und letzter Satz, wenn ich sage, als politischer Entscheidungsträger, die GEKO soll es entscheiden und dann müssen wir es machen, Flucht aus der Verantwortung. Eine Flucht aus der Verantwortung. Eine Fluchtmutante. Ja, Fluchtmutante. Die Regierung als Fluchtmutante haben wir heute erlebt. Kapitulation. Sind das die nicht aus dem Weltall, die Mutanten? Ja. Aber du sagst ja völlig richtig, die dümmste Argumentation ist ja zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt die Impfpflicht, weil ich nicht weiß, was im Herbst passiert. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mich heute ins Auto setze, mich anschneue, weil ich vielleicht im Herbst wohin fahre. So ähnlich, das kann man recht gut vergleichen. Der Haslauer war ja, weil immer jetzt so oft hat das Anschneuen als Beispiel genommen wird. Das ist ja
völlig absurd. Jetzt etwas zu beschließen, eine Pflicht, einen Zwang für etwas, was im Herbst entweder ist oder nicht ist. Also, und noch dazu alle, weltweit alle, es gibt ja da ganz, Gott sei Dank nur wenige Ausnahmen, aber weltweit alle sagen ja, dass in einer Pandemie die Mutanten im Wesentlichen schwächer und nicht stärker werden. Ich glaube, es hat auf der ganzen Welt noch keine einzige Epidemie, Pandemie oder sonstigen Krankheitsverlauf gegeben, wo der Virus auch in der Stärke, im Krankheitsverlauf stärker geworden ist, sondern sie schwächen sich in der Regel ab und der Pandemie ist in der Regel noch 2 Jahre vorbei. So, also das war's. Und daher wird auch nichts mehr Gefährliches daherkommen. Es ist ein Ablenkungsmanöver, das ist völlig richtig, um sozusagen die Schuld jetzt abzuschieben und irgendwelche Experten und Kommissionen, die dann das vielleicht zu Grabe tragen. Aber es ist wieder unehrlich, und da sind wir wieder beim Thema. Es ist wieder unehrlich. Und jetzt habe ich mich auch gefragt, wir alle fragen uns, warum gerade der 5. März? Denke ich mir, warum ist das so? Warum der 5. März? Das ist in 2,5 Wochen. Warum nicht jetzt? Warum nicht am Samstag alles aufmachen? Es wird sich nicht viel ändern in der sogenannten epidemiologischen Situation, weil wir haben nach wie vor immer zwischen 30.000 und 40.000 Infektionen. Übrigens, der größte Fake, die größten Fake-Zahlen, die es gibt, stimmt hinten und vorne nicht. Ich sage dir, wir haben jeden Tag nicht einmal 1.000 Neuinfektionen, weil sie diese 30.000 bis 40.000 angeblichen Neuinfektionen, weißt, woraus sie das zusammensetzen? Aus zigtausenden Menschen, die ab dem 5. Tag sie freitesten. Und jedes Mal, wenn Sie freitesten gehen, 5., 6., 7., 8., 9., 10. Tag und Sie immer positiv sind, sind immer Neuinfektionen. Das sind immer an dem Tag Neuinfektionen. Die werden nicht ausdividiert und weggerechnet, das sind immer Neuinfektionen. Das heißt, wir züchten uns diese hohen Infektionszahlen und deswegen haben wir auch, weil du gesagt hast, das Plafond, ich habe mir das einmal im Vergleich angeschaut, warum haben wir jetzt seit 3,5 Wochen, seit Mitte Jänner, befinden wir uns auf dem Plafond. Das heißt, wir haben die höchsten Infektionszahlen immer so zwischen 25.000 und 35.000 Infektionen. Gibt es in keinem anderen Land. In keinem anderen Land Europas hat es 3 bis 4 Wochen ein Plateau gegeben, sondern das ist aufmarschiert, Großbritannien, Dänemark, egal wo, und gleich wieder runter. Bei uns haben wir ein Plafond, weil wir es uns züchten. Wir züchten uns die Neuinfektionen mit den Freitestereien, mit den Unnötigen und zweitens auch mit den zu hohen CT-Werten, die wir da testen. Auf der ganzen Welt wird über 30 CT nicht mehr getestet. Alles, was über 30 CT ist, jeder, der es gehabt hat, weiß, von wo ich spreche, ist nicht mehr infektiös und daher wird das als negativ gewertet. Bei uns in Österreich wird hinaufgetestet bis zum 40. Zyklus, 40 CT, und zwischen 30 und 40 haben wir die meisten Infektionen. Die sind alle nicht infektiös. Die können alle arbeiten gehen, die können alle aussehen, die stecken niemanden an, aber wir testen hinauf. Und aus diesen zwei Komponenten setzen sich diese hohen Infektionszahlen zusammen, wo ganz Europa nur mehr lacht über uns, über Österreich. Ihr testet euch zu Tode in Wahrheit. Ihr testet euch zu Tode und ihr seid selber schuld an die hohen Infektionszahlen. So. Aber weil Sie das mit den Tests ansprechen, ja, vielleicht nur abschließend in dieser ersten Runde, wenn jetzt 3G fehlt und mit 5. März gibt es ja keine G-Regeln mehr, dann braucht es im Umkehrschluss eigentlich auch keine Gratistests mehr. Weil es braucht überhaupt keine Tests mehr. Wer sich testen will, soll es tun, aber es soll zumindest nicht mehr gratis sein, oder? Weil dann würde ja Ihr Argument unterstreichen, unterstützt man ja nur, dass sich die Menschen mehr testen. Ja, ich bin der Meinung, sobald der Zwang nicht mehr da ist, dann braucht es ja kein Testen mehr. Solange es Zwang gibt, kann ich nicht von einem Menschen verlangen, dass er seiner privaten Geldbörse was zahlt. Aber am 5. März... Im Übrigen sind die Tests, nur um das einmal klarzustellen, überhaupt nicht gratis, weil es zahlt der Steuerzahler. Also wir alle. Gratis waren die nie, sondern wir zahlen sie. Das gehört auch mal dazu gesagt, weil die Regierung immer auf groß tut und sagt, wir machen die Tests gratis. Aber es gibt schon, lieber Niki Felder, Entschuldigung, es gibt schon Situationen, wo du einen Test brauchen wirst, auch in Zukunft, wenn du zum Beispiel Symptome hast. Das heißt, wenn du heute einen Schnupfen, Husten kriegst, du fühlst dich nicht gut und du willst wissen, habe ich das Ding oder nicht, dann kann man das aber lösen. Dann kann man zum Beispiel zu einem Arzt gehen, der Arzt macht ein Rezept und du kriegst quasi den Test auf Rezept. Das könnte man machen. Aber dass ich jemanden, der Symptome hat und der wissen will, dann von dem 30, 40 Euro für einen PCR-Test verlange, halte ich für einfach nicht wirklich relevant. Das halte ich für falsch. Das heißt, es wird immer Situationen geben, wo du natürlich auch einen Test machen musst. Es wird dann die Minderheit sein, weil es ist ja kaum mehr, oder kaum mehr einer Symptome, wenn er sich halt den Virus einfängt. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber diese Variante darf man nicht vergessen. Ich möchte nicht haben in dem Land, dass Menschen, die aufgrund einer Gesundheitsuntersuchung
Untersuchung, das jetzt nichts anderes dann ist, wo er feststellen will, habe ich den Virus oder nicht, wie verhalte ich mich, dass der dann lohnen muss und zahlen muss für den Test. Das halte ich für falsch. Aber generell ja, generell braucht man die Tests gar nicht mehr, wenn diese Gs weg sind. Und nur frage ich mich, warum nicht gleich? Dann sparen wir uns einen Haufen Geld. Warum nicht am Samstag? Was ist der Unterschied zwischen Samstag, 19. Februar und Samstag, 5. März? Ja, es gibt einen Unterschied. Dass am 2. März der Untersuchungsausschuss zur Korruptionsaffäre der ÖVP beginnt. Ein gutes Stichwort. Und genau darüber sprechen wir gleich, genau. Was vielleicht auch der Animo war für diesen 5. März und ob das überhaupt was bringt, ob man damit das Ausschussthema überhaupt wegbekommt. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir nämlich auch über den Korruptionsuntersuchungsausschuss, über den Zeitpunkt dieses Freiheitstages und die Frage, kommen Neuwahlen auf uns zu und wenn ja, wann? Kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Josef Czap und Peter Westenthaler zu Gast. Wir haben es am Ende der ersten Runde schon kurz angesprochen. Warum ausgerechnet der 5. März? Könnte man sich ja fragen. Die einen werden sagen, es ist zu spät, die anderen werden sagen, es ist zu früh. Aber am 2. März beginnen die Zeugenbefragungen im Untersuchungsausschuss und ausgerechnet mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Und da muss man jetzt kein großer Politstratege sein, dass man das Kalkül dahinter durchschaut, dass man anscheinend mit diesem Freiheitstag den Ausschuss aus den Schlagzeilen bringen will. Wird das aufgehen oder nicht? Es wird nicht aufgehen. Also wenn wir beide im Parlament waren, würde es gar nicht aufgehen, weil dann wir uns heute darauf verständigen, pass auf, wir sagen den 2. ab und beginnen erst eine Woche später, ist ja schon wurscht. Das kann man ja dem Untersuchungsausschuss nur raten. Lasst es, macht eine Geschäftsordnungssitzung am 2., tut sich formieren, tut die Zeugen, geht es nochmal die Zeugenliste durch. Wie ich höre, gibt es schon wieder Zeugenschwund. Mhm. Also es sagen ja schon wieder viele ab. Wie kriegt man die Zeugen? Wie kann man sie vielleicht ein bisschen sanft nötigen, dass sie doch kommen? Gibt es ja Werkzeuge. Und dann würde ich sagen, lassen wir den 2. und beginnen wir erst am 6., 7. oder 8., dann ist das umschifft. Also das habe ich gemacht und du wahrscheinlich auch. Und dann wäre diese Strategie der ÖVP krachend ineinander zusammengestürzt. Natürlich hat das damit was zu tun, dass wieder irgendwelche gescheite Spin-Doktoren um den Nehammer herum, die gar nicht so gescheit sind, sagen, das machen wir am 5., machen wir den Freiheitstag, der gar keiner ist, wie wir schon vorher diskutiert haben, weil am 2. beginnt der Untersuchungsausschuss und hoffen damit in diesen Wochenend-Berichterstattungen, wo ja sehr viel gelesen, sehr viel berichtet wird. Genau, es ist ja wie immer der Samstag, ganz natürlich, genau, ja. Wenn man die Sonntagszeit ja, das aus den Schlagzeilen zu bringen und ich bin sicher, dass man das ändern kann im Untersuchungsausschuss, dass sich die Parteien da finden werden, dass man den Nehammer auch Wochen verschiebt, ist überhaupt kein Problem. Wegen der einer Woche kommt es nicht an, um das zu konterkarieren. Aber allein an so etwas zu denken, zeigt ja, wie die ticken. Das heißt, da geht es nur um Taktik, da geht es um Kalkül, da wird sogar, Maßnahmen werden sogar aufgehoben, wenn es darum geht, die Negativschlagzeilen abzuwenden. Und jetzt komme ich zum Punkt, in Wahrheit sind wir längst im Wahlkampf. Was der Nehammer da macht, der hat die große Erleuchtung in sein Luxusressort im Osttirol gehabt, wo die Nacht 1500 kostet, 1500, ist ungefähr so viel, wie in Österreich viele Menschen im Monat verdienen, netto. Also der hat dort, ist dort gelegen in seinen Luxuswänden, am Pool wahrscheinlich, im Geheizten mit 30 Grad und hat sich gedacht, ich will nicht mehr, wir machen jetzt Wahlkampf und wir schieben alle aus den Grünen in die Schuhe und die Landeshauptleute wollen auch nicht mehr, also machen wir Neuwahlen. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt mit seiner Frau, das ist die Frau, die die arme Facebook-User zur Kasse bittet, wenn sie irgendwas Falsches posten, wissen wir, und macht dort irgendwelche Interviews, wo er eigentlich Wahlkampf macht. Was der Nehammer seit ein paar Tagen macht, ist Wahlkampf, nichts anderes. Daher glaube ich auch, und ich bleibe dabei, ich war ja noch vor ein paar Wochen ein einsamer Rufer. Da haben alle noch gesagt, nein, jetzt kommen sicher keine Neuwahlen. Mittlerweile ist das schon immer mehr so fix, ob nicht doch so eine kleine, aber feine, vorgelagerte Nationalratswahl vor einer niederösterreichischen Landtagswahl stattfinden kann. Warum? Weil ja im Denken der ÖVP-Granden das Gravitationszentrum nicht der Bund ist und nicht der Kanzler und nicht der Herr Nehammer, sondern Niederösterreich. Jetzt ist die Losung, rettet Niederösterreich, wer kann.
Und wenn man da jetzt nicht ein paar interessante Schachzüge sich einfallen lässt, wissen du und ich, wenn jetzt am Sonntag in Niederösterreich Wahlen wären, gibt es ein zweistelliges Minus für die ÖVP. Da ist nicht nur der absolute weg, sondern das Kind und Kegel auch weg. Also das geht aber so. Und jetzt muss man da etwas erfinden. Einerseits diesen lustigen Freiheitstag, dann versuchen, und das ist ja für mich der zweite Grund, warum Neuwahlen kommen werden, ist, weil die ÖVP überhaupt nur mehr eine einzige Chance hat, und so dick die ÖVP, den Untersuchungsausschuss abzudrehen und damit all die Enthüllungen, die dort jetzt daherkommen würden vor einer niederösterreichischen Landtagswahl, hintanzuhalten. Denn wenn das Parlament aufgelöst wird, gibt es ja keinen Untersuchungsausschuss, das wissen wir. Damit wäre der Untersuchungsausschuss elegant, unter Anführungszeichen, aber natürlich durchschaubar beendet. Und es gibt keine neuen Chats, es gibt keine neuen Enthüllungen, es gibt keine neuen Unterlagen, es gibt keine Zeugenbefragungen. Und das Land fährt ohne Untersuchungsausschuss, ich denke jetzt, wie die ÖVP denkt, wie der Schelm, fährt ohne Untersuchungsausschuss Richtung Niederösterreich und Nationalratswahl. Wunderbar. Eigentlich strategisch, wenn ich ein ÖVP-Berater werde, hätte mir vielleicht Ähnliches einfällt, bin es Gott sei Dank. Aber so ticken die und daher glaube ich, wir sind mitten auf dem Weg in Neuwahlen im Herbst, sie vielleicht sogar noch früher. Ich meine, sie müssen jetzt dann schon langsam anfangen, in die Gänge zu kommen. Und es ist das die einzige Möglichkeit, wie sich die ÖVP diesem Skandal Tsunami, der sich über diese Partei ergießen wird, durch weitere Schmidt-Chats, sind ja nur 100.000 Chats, sind nicht einmal noch gelesen vom Schmidt, und die zigtausenden Chats vom Herrn Kleubmüller und was da noch alles daherkommt. Also wir wissen, da kommt Ungemach, da zieht ein Tsunami auf gegen die ÖVP und den gilt es aus Sicht der ÖVP zu verhindern. Daher werden sie wahrscheinlich in Neuwahlen gehen. Neuwahlen sprechen wir eh auch gleich drüber. Davor noch ganz kurz, 5. März. Glauben Sie auch, dass der gewählt wurde, um diesen Ausschuss irgendwie zu überdecken? Nein, ich bin total der gleichen Meinung. Also wenn die wirklich am 2. März mit Nehammer anfangen, das bringt gar nichts. Ja. So. 5. März, wenn sie das überlagern dann mit ihren, ab heute beginnt die Neufreiheit. Ja. Also das wird denen ihre Strategie sein. Wobei, ich glaube, in dem Punkt, also du kriegst das Schlangenrads-Honorar wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich bemühe mich jetzt, dass ich auch Schlangenrads-Honorar kriege, aber ich glaube, ich liege näher bei der Realität. Warum? Ich habe mir den Hangar auch gehört. Ich war zu da, Ö24, der Hangar und der Kreiner. Ja, genau. Genau, und der Hangar hat gesagt, wie sehe ich das jetzt alles gelassener, ruhiger. Und dann hat er früher hätte er zum Kreiner gesagt, sie sind ein Depp. Jetzt hat er gesagt, sie können nicht Sinn erfasst hören. Sie können nicht Was Sinn das Gleiche erfasst eigentlich ja, natürlich. Sie können nicht Sinn erfasst lesen. Hat aber nicht gesagt, Depp. Das ist der neue Stil, das Hangar und der ÖVP. Ja? So. Das heißt, sie haben keinen neuen Stil, sondern sie werden in dem Untersuchungsausschuss versuchen, dass das kein ÖVP-Untersuchungsausschuss ist, sondern ein Untersuchungsausschuss gegen alle Parteien, die darum kraxeln, in Österreich möglichst zurück bis zur Monarchie. Das werden die ungefähr probieren. Also das, und da glaube ich, nein, sie werden es probieren. Da wollen sie, das kann schon sein, dass das natürlich dann zu einer Schlammschlacht sondergleichen führt und dann kann man sagen, der Untersuchungsausschuss ist für die Fisch, die dann sich gegenseitig nur bekleckern und betrenzen und dann hört keiner mehr zu, die Medien interessieren sich nicht mehr, die Sache ist erledigt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die ÖVP tickt zwar in dem Sinn, Niederösterreich ist das Wichtigste, das ist unser Herzstück, daher glaube ich, dass die Hanni Mikl-Leitner schon über eine Vorverlegung nachdenkt, über die Vorverlegung der Landtagswahlen in Niederösterreich. Und zwar so rasch wie möglich. Und dann hast du natürlich primär niederösterreichische Themen. So, jetzt hat aber die Hanni Mikl-Leitner Pech gehabt, die hat irgendwo, wie das Koalitionsklima in der Bundesregierung zwischen Rot und Schwarz, sozusagen die Liebesbezeugungen und die Bussikultur am Höhepunkt war, hat sie dann dieses verhängnisvolle, überdrohtes Gesindel gesagt. Ja, so. Klar, es hat dann wieder einen Deppen auf der anderen Seite gegeben, der dann mit einer Beschimpfung seinerseits reagiert hat. Ja, was auch ein Unsinn ist. Ich meine, so unterhält man sich nicht. Sie hat dann eher eine Entschuldigung also hinzugefügt und das wurde dann auch in den öffentlichen Medien dargestellt. Aber es sagt schon, dass das eigentlich, wenn man mal den Mut hat, so etwas nicht nur zu sagen, nicht nur zu denken, sondern auch zu schreiben, ja, weil es kann ja sein, wenn der am Handy, der das kriegt, der Kleubmüller, ja, gerade nebenan Roten steht und sagt, schau, was mein Hanni da schreibt, du rotes Gesindel da, und der steht nicht mehr am. Ja. Da brauche ich ja nicht unbedingt irgendwelche Lücken bei IT-Spezialisten in der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also es ist, also ich tippe auf Vorverlegung der niederösterreichischen Landtagswahl, ich tippe auf Beendigung der Impfpflicht als
Vorleistung für die niederösterreichische Landtagswahl, und zwar ziemlich radikal. Nur muss die dann aber wirklich vorverlegen, weil wenn das, was ich nicht glaube, wirklich kommt, dass eine neue Welle kommt und die müssen wieder über irgendwelche Maßnahmen nachdenken, was ich alles nicht glaube. Ja, es gibt viele Experten, die sagen, der schwächelt der Virus, was soll da noch viel kommen und so weiter. Aber ist wurscht. Dann muss sie das rasch vorverlegen. Ja, also am besten im September. So. Das, glaube ich, ist etwas, was Sie nachdenken. Jetzt müssen Sie mal die Gesindelnummer wegkriegen. Ja, wie Sie das machen, weiß ich nicht. Aber man muss halt ein paar Bussetermine anlegen, damit das irgendwie überdeckt wird. Aber das, glaube ich, das wird der Punkt sein. Und was der Nehammer will, ist, du hast schon recht, der macht aber einen Umfragewahlkampf. Der will in den Umfragen vorne bleiben. Ja? Und das ist jetzt gerade Kopf an Kopf. Und da will er vorne bleiben. Egal was auch immer, die ÖVP ist dann immer geneigt, sofort Neuwahlen zu machen, wenn sie den Umfang, siehe, jetzt reicht's, Molterer, 10% vor der SPÖ gelingt es damals und dann am Wahltag hinter der SPÖ gelingt es. Das ist ja alles möglich. Das Risiko wird der Nehammer nicht machen. Der will nur stabil vorn legen und die Grünen aber wollen einen billigen Koalitionspartner. Nein. Also im Bund jetzt? Nein, im Bund nicht, in Niederösterreich schon. Ja. Und die Grünen wollen einen billigen Koalitionspartner haben, die sagt, so schwach werden die Türkisen so bald nicht sein. Und dann kann die Gewässler weiter Straßen zurückbauen und Autos einsammeln und was weiß ich was alles. Also das wird ungefähr so die Linie sein. Es würde mich wundern, wenn sich daran was ändert, aber im Moment, daher glaube ich, kriegst du den Schlangenrat und nicht ich. Das Honorar. Ich halte ja nicht für, wir tun ja da nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das sehen. Denn ich glaube es halt nicht, weil das, was du meinst, dass die ÖVP glaubt, sie kann den Untersuchungsausschuss quasi umdrehen, der jetzt gegen Siegel, erstens heißt er schon ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, wird also schwierig, da was anderes zu diskutieren. Und zweitens. Aber bei der letzten Mal hieß auch Ibiza-Urschuss. Ja, aber da ist ja völlig, das wollte ich ja gerade sagen, da ist ja völlig schief gegangen. Das hat ja begonnen eigentlich mit einem Ibiza-FPÖ-Untersuchungsausschuss und geendet hat es mit einem Skandalausschuss gegen die ÖVP. Das wird die ÖVP probieren. Ja, aber es gibt eben kein Handy von irgendeinem blauen Beamten, der da mit irgendwen herumchattet, sondern es gibt zwei Handys, zwei Chats vom Schmidt und vom Gleub Müller, die ein weites Feld, wie man hört, noch sein werden. Und jetzt sage ich auch ein bisschen was Ernstes, weil ich bin nicht einer, der sozusagen dem Intellekt und Schönen und Herren immer freund und sagt, man muss immer die schöne Sprache pflegen. Mir ist das wurscht, wie sie die beschimpfen. Ob die Mikl Leitner das Gesindel sagt und der andere sagt wieder was anderes, die sollen sie beschimpfen. Das ist ja an der Tagesordnung. Schlimm ist, dass man es in ein Handy reinschreibt. Okay, das ist vielleicht eine höhere Qualität, aber das ist nicht das, was die Republik erschüttert. Also da sind wir alle keine Nonnen. Ja, es ist kulturlos. Es ist kulturlos, völlig, deswegen hat er sich auch entschuldigt, zu Recht, das muss man auch anerkennen. Für mich ist, wenn sich jemand entschuldigt, die Geschichte erledigt, deswegen halte ich das auch nicht mehr vor. Aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja ganz was anderes. Das Thema ist ja die ganze Postenschacherei, die jetzt ans Tageslicht kommt, Wöginger und Co., und was ist da noch strafrechtlich relevant dahinter? Und das wird sehr interessant werden, es wird eine spannende Geschichte werden, nächste Woche im Immunitätsausschuss das Abstimmungsverhalten der Grünen. Weil, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, aber mit Immunität hat das nichts zu tun, mit einer parlamentarischen Immunität. Die ist dazu da, wenn ich im Parlament in einer Rede, da habe ich Redefreiheit, da bin ich geschützt, da kann ich nicht geklagt werden, da kann ich auch Sachverhalte beibringen, ohne jetzt irgendwas beweisen zu müssen, da bin ich geschützt. Aber was der Herr Wöginger Klubobmann außerhalb des Parlaments macht, und Entschuldigung, gerade in Braunau, ist ja auch nicht schlecht, ne? Gerade in Braunau dort ein Spezi verhüft zu einem Job, der, was man jetzt auch gehört hat, dafür die Qualifikation hat, der weiß nicht einmal, wie man einen Jahresabschluss macht. Oder, also, das ist ja, das ist schon interessant und ich bin sehr gespannt, wie die Grünen, Klammer auf, wer Anstand wählt, wählt die Grünen. Das war irgendwie der Spruch vor der Wahl. Ob die da jetzt den Schwarzen die Räuberleiter machen und quasi gegen die Auslieferung des Wöginger stimmen, das wird eigentlich recht interessant. Und auch wird interessant, wenn der Herr Wöginger, der ja keine Interviews gibt, sondern nur mehr schriftlich kommuniziert zu dem Thema, das ist ja auch lustig, sagt ja, spricht ja auch Bände, wenn er sich selber nicht mehr vor die Kamera und vor das Mikrofon hat. Der Herr Wöginger müsste eigentlich sagen, ich habe nichts angestellt. Na selbstverständlich, ich bin dafür, dass das Parlament mich einstimmig ausliefert. Na, da muss er vorangehen. Wenn der schuldlos ist und sich schuldlos fühlt, dann muss er sagen, bitte liefert es mir aus, weil ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Warum macht er denn das nicht?
ist sie vielleicht doch nicht so sicher, ob nicht da irgendwas doch Strafrechtliches dran ist. Und wenn die Grünen da den nächsten Sündenfall begehen, nach dem Seidlätter-Skandal, der Koglermesser, die eigentlich gehen nach dem Seidlätter-Skandal, sagen wir uns ehrlich, alle, die da in dieser Skandallawine schon versunken sind, Kurz, Strache, egal wer, sind eh schon alle weg, aber der Kogler bleibt als einziger im Amt, der Seidlätters gemacht hat, der Postenschacher bis zum Abwinken hineingeschrieben hat, das verquickt hat sogar mit dem Kopftuchverbot, das heißt mit einer grünen Grundsatzposition, der bleibt jetzt im Amt und der sorgt dafür als Parteiobmann, dass seine Partei die Auslieferung, damit die Justiz ermitteln kann gegen einen schwarzen Klubobmann, dass er das verhindert. Das wird sehr spannend. Schauen wir uns genau an und dann können wir nächste Woche das wieder analysieren. Weißt du, was mir leid tut? Mir tut eigentlich leid, dass der Peter Pilz nicht mehr bei den Grünen ist. Wäre der Peter Pilz... Das war auch ein Schlangenrat jetzt. Jetzt hast du ihn Schlangenrat. Ja, das Honorar. Nein, aber... Es tut mir deswegen leid, weil der Peter Pilz, der würde jetzt einen Aufstand bei den Grünen organisieren, den Kogler und Co., vor allem Maurer, einfach nicht überleben würden. Ja. Und die Maurer ist momentan auf der Rettungswelle für Wöginger, weil das ist ja die Brücke Wöginger-Maurer, die zwei verstehen sich ja blendend. Ist dazwischen die gehen ja, nicht, ja. Nicht einmal ein Löschblatt. Weder ein grünes noch ein türkises Löschblatt passt zwischen den beiden. Und die sind momentan durch dick und dünn gegangen. Ja. Also beim Verrat grüner Grundsätze war die Maurer immer mit Hilfe des Wöginger unterwegs und umgekehrt hat sie den Wöginger sozusagen auch immer gestützt. Und jetzt ist das natürlich auch ein Beziehungsdrama. Es ist ein Beziehungsdrama. Ja. Denn die zwei arbeiten gut zusammen und wer... Ich glaube, es fließen Tränen. Es fließen Tränen, ich glaube das auch. Ja. Ich habe nur gehört, sie haben sich momentan so eine 100er Packung Taschentücher für den grünen Club bestellt und komischerweise auch für den Wöginger, weil der war aus anderen Gründen, weil der bereut es jetzt, dass er sich nicht in einer Rede vorne in der Bütt im Parlament hingestellt und gesagt hat, hör zu, liebe Abgeordnete, liebe Öffentlichkeit, ich will haben, dass der Bürgermeister, ein Haberer von mir, dass der diese Funktion kriegt in der Bezirksfinanzdings da, ja, und daher... Im Finanzamt. Ja. Und daher fordere ich den Thomas Schmidt, die Vertrauensperson von uns als Generalsekretär im Finanzministerium auf, geht oder ein bisschen einen Druck machen. Wenn er das in der Rede macht, dann ist er in einem gewissen Sinn geschützt. Nicht politisch, nicht moralisch und nicht kulturell. Aber er ist rechtlich in einem gewissen Sinn geschützt. So ist er gar nicht geschützt. Ja. Und sie auszureden auf das, wie der Hanger das probiert hat, als Hangerl, wie der das probiert hat, dass er so, die normale Tätigkeit von uns, da kommen Leute zu mir und sagen, das will ich, oder kann ich das oder das haben? Und ich sage dann völlig wertfrei, ich sammle das alles ein, sage, ja, ist aber nett, dass du das willst, aber ich sage dann gleich, ich kann dann nicht viel machen, ich gebe es weiter, wie es so schön heißt in der Fachsprache. Ja. So, dann geht er zu irgendeinem, der es entscheidet und sagt, du, pass auf, ich sage dann gleich, mach, was du willst. Ich habe da bekommen eine, in der Fachsprache sagt man Intervention, aber es ist keine Intervention, das ist gar nichts. Es ist nur ein Name und der will das werden. Ja. Ich rühre das nicht mehr an. Was du damit machst, bleibt dir überlassen. Und wenn irgendwas ist, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht und wir zwei kennen den nicht. Ja. So ungefähr hat der Hanger argumentiert. Nix her, nix ja, der hat so argumentiert, der ist ja unschlagbar. Der Hanger, also wenn man nichts mehr macht in der Politik. Nein, aber das war ja der war extrem ehrlicher. Ja. Er sagt, so ist unsere Auffassung, ein Abgeordneter zu sein. Ja. Das heißt, die haben das verinnerlicht, dass wenn jemand zu einer kommt und sagt, ich will jetzt den Posten haben, weil ich gehöre zur Familie, dann kriege ich den auch, egal ob ich qualifiziert bin oder nicht, aber ich kriege den auch, das ist die Aufgabe eines Abgeordneten. So sieht es der Hahn und so sieht es der ÖVP. Genau, und abnicken. Anders wäre es zum Beispiel nicht möglich gewesen, dass die vom Finanzministerium, wie nur der Vorgänger vom jetzigen Finanzminister dort gesessen ist, wie der da umgeschickt hat, die Gesetzesvorlage, wo mehrere Nullen gefällt haben. Ja? Weil die Aufgabe des Abgeordneten war gewesen, sich das Name kurz durchzulesen und zu sagen, na, hallo, das ist nicht, ich weiß nicht, eine Milliarde oder was da war, ja? Sondern es sind nur 100.000. Ja? Das wäre die Aufgabe gewesen. Na, blind, da kommt was um, sagt danke, zack, nehme, aufstehen, beschließen und auf Wiederschauen. Und so kann es nicht sein. Das ist keine Stärkung des Parlaments und baut nicht Vertrauen auf. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, wie der Nehammer aus der Nummer rauskommt? Ja, es gibt ja auch Strategen oder Politbeobachter, die sagen, er müsste sich jetzt komplett von der alten ÖVP, alten türkisen ÖVP, aber auch alten schwarzen ÖVP irgendwie abkoppeln, müsste sozusagen sagen, ich habe mit dem nichts zu tun, bei mir wird alles anders.
Ist das überhaupt glaubwürdig oder hängt er da selber durch seinen politischen Hintergrund, er war Generalsekretär, kommt aus der ÖVP Niederösterreich, zu sehr drinnen? Es ist schwer zu sagen. Also ich versuche es in dem Fall wirklich ganz objektiv. Jeder hat die Chance, einen Befreiungsschlag zu machen. Ja, erstens aber ist er da schon ein bisschen spät dran, weil das hätte er am Anfang machen müssen. Wenn ich übernehme, und das war für mich ein Kardinalfehler des Nehammer, dass er einfach die komplette oder fast die komplette Entourage des Kurz um sich geschart hat. Ich frage mich, was machen Menschen wie Köstinger, Edtstadler, Schramböck, das ist ja, war ja ein Trauerspiel in der Pressestunde am Sonntag. Das war ja unfassbar eigentlich. Diejenige, die Millionen in der Republik kostet, weil sie schlechte Politik macht, Stichwort Kaufhaus Österreich, würzt, war die Erste, die ausgegangen ist und die Tests plötzlich kostenpflichtig machen will. Wenn er es schafft, sich von dieser Truppe, die ihm auch nichts bringt, weil die alle in einem Beliebtheitsgrad haben wie ein Hydrant auf der Straße, wenn er sich von diesen Mitstreitern unter Anführungszeichen löst, dann kann er einen Neustart versuchen. Das ist einmal das Personelle. Und das Zweite ist das Inhaltliche. Er muss sich halt auch von den Versatzstücken der alten Politik, in dem Fall ist noch gar nicht so alt, weil die Impfpflicht nicht verlaubt, stammt vom Herrn Spaltenberg, das wissen wir, in dieser Novembernacht, wo alle nicht ganz bei Trost waren, sind die Landeshauptleute, wo die das beschlossen haben, von der muss er sich lösen. Und ich sage das immer, das ist der Eisberg, der auf das Schiff ÖVP-Titanic zufährt. Nicht das Schiff auf dem Eisberg, der Eisberg fährt aufs Schiff im Moment mit hoher Geschwindigkeit zu. Von dem muss er sich lösen, das sage ich immer wieder. Aber das versucht er, macht da jetzt Lockerungsübungen. Und ganz am Schluss muss man sagen, es ist halt, es ist, seit Kurz weg ist, glaube ich auch nicht, dass die Regierungsmannschaft im Bund das Sagen dort hat, sondern das Sagen haben die Landeshauptleute, das wissen wir. Die entscheiden, und zwar auch schlingerhaft, einmal so, sieht man bei der Impfpflicht oder auch bei der Impflotterie. Die haben das Sagen und daher, glaube ich, entscheidet auch nicht Nehammer, wo es lang geht, sondern im Moment gibt es wahrscheinlich eine einzige, die in der ÖVP wirklich die Entscheidungen trifft und schon langsam auch aus der Deckung kommt. Das ist jetzt kein Schlangenrat, sondern ein ernst gemeinter. Die Hanne Mikl-Leitner muss in die Gänge kommen. Das ist alles schon verdammt spät, oder zu, wenn die Wahl tatsächlich vorverlegt werden soll, jetzt haben wir Mitte Februar, sie muss das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das versucht sie. Sie hat es jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen probiert, noch zu wenig, und die muss dieser für die Bevölkerung, aus der Sicht der Bevölkerung, gescheiterten, dilettierenden Bundestruppen in die Parade fahren. Das ist ein altes Werkzeug, so kann man noch immer Menschen für sich gewinnen und auch Wahlen gewinnen. Das hat es immer schon gegeben. Das hat es in der FPÖ gegeben, wie der Landeshauptmann Haider sich gemeldet hat. Das hat es in der SPÖ gegeben, wie es starke Landeshauptmänner gibt, auch noch immer im Burgenland, wenn ich da schaue, oder auch nach Kärnten. Und wenn die Mikl-Leitner jetzt nicht in die Gänge kommt und denen ordentlich in die Parade fährt, nämlich für das alles, was die jeden Tag machen, von der Impfpflichtwahnsinn, Impflotterie, katastrophales Management der Corona-Geschichten und die ganze Chat-Geschichte, da muss sie die Führung übernehmen. Sie muss das Heft haben. Wenn ihr das nicht gelingt, prophezei ja heute schon jetzt, kein Schlangenrad, prophezei ein Minusergebnis in einer zweistelligen Höhe. In also ich glaube, ich tue mir das unterscheiden von deiner Einschätzung. Jetzt haben wir nicht immer gleich. Ja, ist ja spannend. Ich glaube, der Nehammer telefoniert täglich mit der Mikl-Leitner. Das gibt es gar nicht anders. Ja, aber dann lässt er ja keinen Platz. Naja, der hat ja kein Gewicht in dem Sinn. Ja. Sondern der ist sozusagen ein Lückenbüßer, nachdem der Schalli daneben gehauen hat und der Schalli nicht einmal imstande war, die Gewässler davon abzuhalten, dass sie da den Lobautunnel und die Stadtstraßen verhindert, ist dann der Nehammer gekommen. Und der Nehammer, der an sich Innenminister war, und der war halt gewohnt, diese Hardcore-Nummer und ich bin der Hammer, mehr der Nehammer und so, das war irgendwie seine Passion. Und jetzt ist er plötzlich Bundeskanzler. Und jetzt braucht er aber dauernd die Rückendeckung von derjenigen, die in den Ländern wirklich was zu sagen hat. Und das ist die Mikl-Leitner. Jetzt, was du sagst, ist, die Mikl-Leitner soll endlich in die Öffentlichkeit gehen und soll sagen, so pass präsent auf, es reicht. Genau. Ja, diesmal wieder, es reicht. Ja, und pass auf, ich würde jetzt das und das und das und das muss anders werden. Da kannst du aber gleich kandidieren zum Parteiobmann am nächsten Parteitag und ist dann halt die Bundesparteivorsitzende. Weil dann, das kann schon sein. Ja. Weil dann ist das eine Herausforderung, die nur so ist. So, jetzt könnte man aber auch darüber nachdenken, was war mit einer Neugründung der ÖVP?
Das hat nämlich der Erhard Busseg einmal gesagt. Das ist ein sehr kluger... Das haben wir erst gehabt vor zwei Jahren. Sagen, das hat ja der Kurze. Nein, eine wirkliche Neugründung schaut anders aus. Ja. Sondern der ist mit dem türkisen Eimer um den gerannt, wo die Fahrt drinnen war, und hat da die ganzen Parteilokale angestrichen. Dann hat er sich selber angestrichen und gesagt, schaut, ich bin auch türkis, ihr seid auch türkis. Und dann hat er denen da unten gesagt, ihr seid eine Bewegung. Der Einzige, der sich wirklich bewegt, ist der Lopatka, weil er Marathon läuft. Und die anderen haben gesagt, ja, wir sind jetzt eine Bewegung und haben dann weiter ihren Kaffee getrunken. Also das ist keine Neugründung. Der Erhard Busseg meint wirklich eine Neugründung. Die Democrazia Cristiana in Italien musste sich, weil sie im italienischen Korruptionssumpf damals versunken ist, neu gründen. Es kann sein, dass beim Untersuchungsausschuss das bei der ÖVP auch am Ende des Tages sein kann. So, und da frage ich mich, ob der Nehammer der Richtige ist. Der Nehammer hat nämlich eine Doppelbelastung. Der Nehammer ist nämlich türkis und schwarz. Also man kann nicht sagen, der die Frage war nämlich so, kann Nehammer quasi sich da freimachen, einen Fuß aus dem türkisen Topf ausziehen und den anderen Fuß sozusagen aus dem schwarzen Topf ausziehen, das geht nicht. Nehammer ist die Verkörperung des historischen Dilemmas der ÖVP, das ist Nehammer. Und wie aus dem rauskommen will, und daher wundert es mich immer noch, dass der da so halbwegs über die Runden kommt, weil halt, ja, da hat er eine Truppe, keinen einzigen, der ihn auch fordert von seiner Regierungsfraktion. Übrigens von den Grünen auch nicht. Der Kogler hat jetzt wieder, der hat jetzt so Winterschlafphasen, der Kogler. Er macht eine kurze Unterbrechung und dann haut er sich wieder hier und schlaft weiter und wartet, bis der Frühling eingeleitet wird. Ich verstehe das ja sowieso nicht. Aber das ist, die Grünen machen, was sie wollen. Das können sie sich im Bundeskongress dann ausstreiten. Sie sollen den Pütz wechseln, als Gastredner einladen. Dass der tut ihnen ein Bild erzählt, wieso die Stimmung wirklich ist. Der kommt jetzt in den Untersuchungsausschuss. Ja, na gut, dann können dass er tut miteinander reden. Also ich würde nur sagen, eine Neugründung à la Busseg, ja, da werden sie aber Oppositionszeit eine längere brauchen, aber um das werden sie wahrscheinlich nicht herumkommen, wenn das so weitergeht. Meine Herren, vielen Dank, sind am Ende angelangt, haben, glaube ich, relativ viel durchgenommen heute. Themenmäßig, wir sind aber noch nicht am Ende der Sendung. Jetzt wird es weniger politisch. Als nächster Gast ist Benjamin Karl zu Gast. Snowboarder und Olympiasieger, hat gerade die Goldmedaille gewonnen in Peking. Die nimmt er gleich mit ins Studio. Kurze Werbepause und dann werden wir gleich über die Olympischen Spiele in Peking, seinen Erfolg und auch sein Erfolgsgeheimnis mit ihm sprechen.